Hallo ihr Lieben, zu einem weiteren Teil unserer sehr brisanten Serie Die Schande des Kinderschändens mit Irmi Baum. Und heute eine Frage, die wirklich mir vor allem und auch vielen Menschen auf den Lippen brennt. Warum werden diese Verbrechen an den Kindern und Jugendlichen so totgeschwiegen oder oft so totgeschwiegen? Und ich möchte gerne beginnen, Irmi, mit der Frage: Warum werden die Verbrechen an den Kindern und Jugendlichen in der Familie oft totgeschwiegen? Liebe Natascha, bevor ich dir auf diese Frage antworte, möchte ich Bezug nehmen auf deine Aussage vom letzten Video, wo du gesagt hast, wir haben im Freien gespielt, wir sind erst am Abend zurückgekommen, wir haben getollt. Ja, so konnte sich deine mutige Souveränität auch entwickeln. Denn ich glaube kaum, dass es jemanden gibt, der so eine Serie hinstellt und sich dann mit dem Echo trotzdem immer wieder hinstellt, weil es gibt ja zwar sehr viel positives Echo, aber es gibt auch andere. Also dafür dir im Namen der Kinder und allen, die das hören und sehen, herzlichen Dank. Danke, Irmi, Und jetzt dafür. noch einmal deine Frage. Warum werden diese Verbrechen, die an Kindern und Jugendlichen begangen werden, in der Familie oft totgeschwiegen? Da könnten wir auch etliche Gründe finden. Aber der Hauptgrund für mich ist, wenn die Beziehung zu dem anvertrauten Kind keine tiefe Liebesbeziehung ist, überdecken alle anderen Familienbedürfnisse eigentlich diese Schändung, die man Kindern antut. Nicht hinschauen wollen, nicht sehen wollen. Wenn Kinder sich äußern, lüg mich nicht an, es einfach abtun. Denn wie wir peripher als Familie nach außen ausschauen, ist sehr vielen sehr wichtig. Und auch die Angst, selber hinzuschauen, was passiert da um mich herum. Ja, da setzen eben viele die rosa Brille auf und das Kind verliert dann Vertrauen. Und wenn es auch noch gescholten wird, wenn es sich äußert oder den Schmerz kundtut, dann wird das Kind schweigen, und zwar für immer schweigen. Und dann hat die Familie das erreicht, was sie will, dass ja nichts nach außen geht, dass da keine Fürsorge kommt oder andere Schwierigkeiten auf sie zukommen, sei das jetzt beruflich oder vom Ruf her, nicht? Also so die Angst vor Rufmord ist ja auch sehr groß. So die Schande des Bloßstellens des Täters, wenn er aus der Familie kommt. Das darf nicht sein. Und vor allem auch die Konsequenzen, die sich Ja. daraus möglicherweise Ja, klar, ergeben. na sowieso. Viel Ne? Scham. Ja. Dann sind wir gleich, weil du sagst, im Außen oft kriegt ja das Umfeld oder die Nachbarn haben schon ein Gespür dafür, dass da irgendetwas nicht stimmen könnte. Warum schauen die Menschen weg und haben nicht die Zivilcourage, etwas dagegen zu tun, dass vielleicht ein Kind oder ein Jugendlicher, auf welche Form auch immer, misshandelt wird, geschändet wird? Weil wir leider in einer Gesellschaft der Ich-Bezogenheit leben. Was geht mich das an? Da mische ich mich nicht ein. Ich kümmere mich um meine eigenen Sachen. Vielleicht irre ich mich auch. Aber die sind ja sowieso, also ich bin nicht dazu da. Also all diese ganzen Ausreden beruhen ja eigentlich auf einem Mangel an Liebe, an Nächstenliebe, an Gemeinsamkeit und auch oft an der Unwissenheit, dass wir alle zusammengehören. Die Luft, die ich heute ausatme, atmet der Nächste ein. Und die Luft ist ja nicht nur Luft, die ist Hauch, die ist denkender Geist und da versammelt sich eigentlich alles das, was an Emotionen auch ausgeatmet und wieder eingeatmet wird. Und diese Gemeinschaft, wir halten zusammen, das ist bei vielen verloren gegangen und natürlich auch die Feigheit, Kinder zu verteidigen.
Und denkst du, ist es nicht auch mit ein Grund, weil auch das wissen wir aus unserem Umfeld, dass es sehr wohl Menschen gibt und gab, die sich mutig hingestellt haben, weil es ihnen vielleicht auch anvertraut wurde, ein Missbrauch, man dann zur Polizei geht, man allerhand auf sich nehmen muss, dass diese Anzeige überhaupt aufgenommen wird, dass das überhaupt behandelt wird und im schlimmsten Fall du dann derjenige bist, der das aufgezeigt hat, der dann mit einer Klage zu rechnen hat wegen Rufschädigung. Das heißt, wie jetzt alles so in der Welt, wie es passiert, um 180 Grad gedreht wird. Du willst helfen, du willst aufdecken und am Ende des Tages wird ein psychologisches Gutachten über dich erstellt, wo dann vielleicht drinnen steht, es ist alles Lüge und du willst dich nur wichtig machen. Denkst du, ist das auch mit ein Grund, warum die Menschen nichts sagen? Die Polizei wird ja in der heutigen Zeit als Autoritätsperson oder werden als Autoritätspersonen hingestellt, die alle möglichen Rechte haben, die sie in Wirklichkeit gar nicht haben, die sie sich eigentlich herausnehmen. Und jede Anzeige ist eigentlich unangenehm, wieder etwas mehr Arbeit. Also tun wir das gleich ab, indem wir sagen, na, das kann ja gar nicht so sein und wissen es eh, wenn sie das jetzt zur Anzeige bringen, welche Konsequenzen das für sie hat. Ich spreche nicht von allen Polizisten, es gibt auch sehr viel kinderliebende Polizisten, die sich um diese Dinge annehmen, aber im Grunde genommen, so jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so emotionalisiere, werden all diese Schandtaten bagatellisiert. Wie muss ein Mensch in seinem Bewusstsein entwickelt sein, schon einmal, dass er ein Kind schändet? Und wie muss eine Gesellschaft abartig sein, die jetzt, so wie wir das in den Kindergärten sehen, in den Schulen sehen, früh sexualisierende Bücher verteilen? Und wie beziehungslos zu seinen Kindern müssen Eltern sein, die diese Bücher nicht verbieten. Bis jetzt habe ich noch keine Kampagne gehört, die sich aufgestellt hat an Eltern, die diese Schulbücher ablehnen oder den Kindern nicht in die Hand geben, mit allem Risiko, das sich damit verbinden könnte. Es liegt doch wirklich an den Eltern, ihre Kinder zu schützen und zu retten. Und eine kriminalisierte Gesellschaft, die Pädophile forciert und das als normal und gültig hinstellt, zeigt ja, wie degeneriert sie ist. Es könnte ja auch mit dem Wasser zu tun haben, das wir alle trinken. Das ist ja eine Hormonmischung, Wechselhormone, Empfängnisverhütungshormone, Zuchthormone für die Tiere, alles das mischt sich im Wasser. Wasser ist nicht erweiterungsbar. Das heißt, ich habe immer nur das gleiche Wasser, das sich regenerieren kann. Aber wenn es einmal hormonverseucht ist, ist es kein Wunder, wenn es immer mehr Menschen gibt, die völlig entmenschte Vorstellungen vom Miteinander glücklich und zufrieden im Austausch leben zu können. Irmi, du hast vorhin gesagt und angesprochen, die Schulbücher, in denen Frühsexualisierung unter Anführungszeichen beigebracht wird, wo man den Kindern auch schon von ganz klein erklärt, ach, du kannst dir dein Geschlecht selber aussuchen, was ja für mich die Perversion überhaupt pur ist. Und im Zuge dessen sehe ich nicht nur die Eltern in der Verantwortung, sondern in Wahrheit auch die Kindergärtner und auch die Lehrer. Warum schweigen diese Menschen, denen die Kinder anvertraut wurden, wo sie Obsorge tragen für einen großen Teil ihrer Zeit, die dazu da sein sollten, die Kinder zu stärken in ihrer Entfaltung, zu unterstützen? Warum schweigen diese Menschen, wenn sie offensichtlich sehen, dass diesen Kindern Leid angetan wurde?
Ich muss mich jetzt vor die Lehrer und Kindergartenpädagoginnen stellen. Ich habe lange in der Fortbildung fürs PI in der Steiermark gearbeitet. Aber in diesem Fall, wo du mich das fragst, muss ich mich da vorstellen. Es gibt viel mehr Pädagogen und Kindergärtnerinnen und sie können ein Lied davon singen, die Kinder schützen wollten, die die Dinge gemeldet haben und die dann mit Repressalien haben leben müssen, als Verleumder, als sich in Szene setzen wollen. Es ist ja kein Zeuge dabei, wenn Erwachsene Kinder schänden. Und wenn Kinder etwas sagen, dann haben sie so wenig Rechte wie ältere Menschen. Man glaubt ihnen nicht, man stellt es in Frage. Und ich habe schon genug Lehrerinnen, auch Kindergärtnerinnen erlebt, meine Freundin Brigitte zum Beispiel, die viele Jahrzehnte einen Kindergarten geleitet hat, die immer wieder zur Anzeige gebracht hat. Und in seltensten Fällen wurden dann die Täter verurteilt und sehr oft ist das Ganze dann auf sie schändlich zurückgefallen. So als würde sie Lügenmärchen der Kinder weitererzählen. Und Staatsanwalt und Polizei, glaube ich, bräuchten ein wesentlich größeres und offeneres Herz in der Beurteilung von solchen Fällen als nur Gesetze und Paragraphen. Denn wer mit dem Herzen sieht, der sieht wirklich gut. Und wer mit dem Herzen mutige Lehrer und Kindergärtnerinnen sieht, der weiß auch, dass sie sogar ihren Beruf riskieren, wenn sie den Mund aufmachen. Danke, Irmi.